Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video zur Integration der SAP Sales Cloud mit HubSpot Marketing Automation. Was wir Ihnen heute zeigen möchten, ist, wie ein Lead-to-Opportunity-Prozess über Systemgrenzen hinweg funktionieren kann, an einem Beispiel, das wir sehr häufig im Markt vorfinden. Und zwar, dass HubSpot als Marketing-Automationslösung genutzt wird zur Lead-Qualifizierung, zur Lead-Generierung und die SAP Sales Cloud für das ganze Opportunity-Management. Marketingabteilungen nutzen hier häufig HubSpot, um Neukunden zu gewinnen, neue Kontakte auf ein Unternehmen aufmerksam zu machen und diese durch einen Marketingtrichter durchzuqualifizieren. Das besagte Lead Nurturing. Das heißt, neue Interessenten setzen sich mit dem Unternehmen zusammen, laden beispielsweise White Paper herunter, anderen wertvollen Content, qualifizieren sich für ein Thema und werden über Marketingautomation mit weiteren Informationen zu genau diesem Thema weiterversorgt. Aus einem unbekannten Webseitenbesucher wird so durch ein Nurturing, einen automatisierten Nurturing-Prozess, ein Marketing-Qualified Lead und später ein Sales-Accepted Lead, der an die Vertriebsabteilung übergeben wird zur weiteren Bearbeitung. Sales-Accepted Leads zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich schon fast in einem Opportunity-Stadium sind, also eine ganz klare Verkaufschance, eine durchqualifizierte Verkaufschance beinhalten. Bei der Integration mit anderen Systemen ist jetzt genau darauf zu achten, dass nicht nur ein reines Datenmapping passiert, sondern dass ein Prozess betrachtet wird. Wird also in HubSpot, in einem vorgelagerten Automationssystem, eine Opportunity als solche gekennzeichnet, gilt es in der SAP Sales Cloud eben nicht nur Datenfelder zu füllen, sondern auch Objekte anzulegen. Und das ist eine prozessuale Integration, die nur wenige Systeme leisten. Wie der weitere Bearbeitungsprozess dann aussieht in der SAP Sales Cloud, zeigt Ihnen gerne meine Kollegin. Und jetzt geht's weiter mit der Sicht des Vertriebs. Das heißt, ich bekomme Echtzeitdaten aus HubSpot geliefert und bekomme sozusagen automatisch eine Opportunity angelegt, in der unter anderem die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen hinterlegt sind, als auch alle weiteren relevanten Informationen für mich. Das heißt, ich kann direkt in der Sales Cloud mit meiner Opportunity-Arbeit beginnen und meine Pipeline pflegen. Ebenfalls wird die Opportunity dann auch zurück in HubSpot gespielt. Das heißt, auch meine Kollegen und Kolleginnen in der Marketingabteilung, die mit HubSpot arbeiten, können auf die relevanten Opportunities-Nummern zurückgreifen, sodass wir alle denselben Informationsstand haben und alle auf unsere benötigten relevanten Informationen in unserem System zugreifen können. Ich arbeite dann, wie gesagt, klassisch an meiner Opportunity, an der Pipeline. Im besten Fall werde ich dann auch ein Angebot erstellen, das ich dann auch ganz einfach in der Sales Cloud umsetzen kann und meine Angebote in verschiedenen Formen erstellen kann. Das heißt, auch meinen kompletten Angebotsprozess erstelle ich in der Sales Cloud. Im allerbesten Fall kommt es dann natürlich auch zu einer Auftragsanlage. Die Auftragsanlage erfolgt auch in der Sales Cloud. Das heißt, ich habe keinen Systemwechsel, sondern kann immer noch in der Sales Cloud arbeiten. Lege dort dann, wie gesagt, meinen Auftrag an, der automatisch dann in das ERP gespielt wird. Das heißt, wir haben hier eine wirkliche direkte Integration ins ERP. Auch im nächsten Schritt, wenn es darum geht, Informationen über den Auftrag zu erhalten oder über den Kunden, kann ich das in der Sales Cloud tun. Auch hier kann ich auf verschiedene Berichte, Reportings, Informationen zu dem Kunden, Rechnungen, Umsätze etc. zurückgreifen. Und wie das Ganze nun technisch abgebildet wird, zeigen wir Ihnen jetzt, damit Sie auch von der nahtlosen Integration profitieren können. Danke, Jana. Dann mache ich an der Stelle weiter. Die technische Umsetzung ist in der SAP CPI erfolgt, dem Cloud-Integrationstool. Dabei haben wir, wie bereits erwähnt wurde, mehr als nur ein Feldmapping gemacht. Wir haben das Ganze aus der Prozesssicht betrachtet und für die entsprechenden Schritte passende iFlows in der SAP CPI erstellt. Sei es jetzt die Anlage oder die Änderung eines neuen Kontaktes, die Replikation von Marketing-Einwilligungen oder die Erstellung eines Opportunities für den Sales-Funnel-Prozess. Zusätzlich mussten wir für die technische Umsetzung auch einige iFlows für den reinen Verbindungsaufbau erstellen, die sich um das Holen von benötigten Tokens kümmern und weitere technische Sachen. Damit die APIs beider Produkte über die CPI angesprochen werden können. Unsere iFlows benutzen wir nun in Projekten als Vorlage und können im besten Fall mit einigen wenigen Anpassungen auch Ihr HubSpot mit
Ihrer SAP Sales Cloud verbinden. Und damit würde ich wieder an den Uwe übergeben. Ja, vielen Dank, Jana und Ahmed, für die Ausführungen. Sie sehen also, ein End-to-End-Lead-Prozess kann auch über verschiedene Systeme hinweg reibungslos abgebildet werden mit den richtigen Tools und Methoden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns auf ein Like oder einen Kommentar in den Bemerkungen. Wenn Sie weitere Informationen zu unserer Integrationslösung HubSpot und SAP Sales Cloud möchten, klicken Sie bitte hier. Wir freuen uns auf Ihren Webseitenbesuch. Bis bald, Ihre IB Solution.